Ich habe ihn nicht verschluckt. Der Gegner macht Fortschritte. So viel. Da ist drauf. Okay, lassen wir das. Ahoi. Ach, ich will ja kein Wasserkugel, nicht? Ahoi. Doch mal was. Nicht vibrieren. Einfach, du machst an Moderation, okay? Gut, 3, 2, 1. Heiho, Leute, und herzlich willkommen Ich zurück zu. sollte doch. Ja, ist richtig. Los mal. Mann, jetzt hat mein Spiel minimiert. Oh. Jetzt Na, hat jetzt der Herr umso Gelter besser. mir die Show Komm. gestohlen, jetzt hat er schon angefangen, er kann auch weitermachen. Nein, nein, komm. Jetzt eine richtige Anmoderation, hopp. Hallo, ey, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Alles läuft mit mir, dem Mike Gap, und damit da dabei ist der Gelter. Hallo. Ah, das ging mir zu schnell. Tja, ich bin mich auch noch schnell auf meine alten Tage. Kannst du noch mal machen, bitte? Okay, 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Altes Life. Jordi von Einsatzleitung kommen. Nicht Funk stören, vorbei. wir sind in der Anmoderation, komm! Und zwar, Sie könnten jetzt gerne den letzten Dispatch übernehmen, den Herrn Prinz Shakur betrifft. Kommen. Wen sollen wir übernehmen, komm! Prinz Shakur an der JVA. Den Herrn Shakur bei der JVA Pyrgos. Kommen. Oi. Herr Gelter hat ihn schon geortet. Wir kümmern uns drum. Komm. Ja, das hat die Einsatzleitung so mit. Ihnen viel Erfolg, Ende. Ich Ihr hab's. Ist ja enthusiastisch dabei, würde ich meinen. Ich hab's immer Erfolg. Den. Captain, einfach querfeldein, so wie auf offener See. Was soll da schon passieren? Aber ich wurde erledigt. Und ohne Licht fährt er auch. Ach so. Huch, das war der falsche Knopf. Schweiner! Einheit Charlie von Einsatzleitung, kommen. Ich bin nicht gefahren, komm! Das war mit Ding. Ja gut, wir werden jetzt einen Mitarbeiter zu Ihnen schicken. Wir haben gerade Ihre Blackbox schon erhalten. Insofern gedulden Sie sich noch ein wenig. Wir werden Sie wahrscheinlich gleich neu zuteilen müssen, wenn es so weitergeht. Komm. Einsatzleitung Ende. Ich bin nicht in hier reingeratscht, ich hab die Kurve. Gut, okay. Wir sind weit gekommen. Ich glaube, wir sollten das Redo. Oh, da ist ja schon jemand da. Ich habe gar nicht reingeklickt gehabt. Ah. Linie 3 THWler. Ich weiß ja nicht, was das ist, aber ich glaube, der THWler meint. Drei? Ich glaube, das hat schon so seine Richtigkeit. Was ist denn hier passiert? Chaos, Chaos. Moin. Kommt mir gar nicht vorstellen, wie das passiert. Sag mal hier, nicht den Sprit klauen, der ist nur für THWler da. Das gibt's ja nicht. Also, ich hol gleich die Schere und schneid den Pillermann ab. Wie herausbrüllt. Ja, sorry, ich hab meinen Satz. Den Da fliegt ein Tankpillermann Zacken. meinte ich. Ach so, ich war gerade irritiert.
Wow. Ja, was war das denn für ein Licht? Das will ich aber nicht gesehen haben. Ja, ich verwechsel immer die Schalter, nur da sind immer so viele Knöpfe. Was macht ihr denn mit eurem Auto? Das ist nicht mein Auto, das habe ich geklagt gefunden. Geklagt? Okay, also ausgeliehen nennt man das, glaube ich. Genau, also quasi geklausgeliehen. Traut sich einer von euch das Auto umzudrehen? Oh, ich mach doch gar kein Problem. Zurückdrehen, Jungs. Oh Gott. Ja, machen Sie das. ich glaub, das muss, das soll nicht so, wa? Ich hab doch hier bestimmt noch eine angefangen. Ja, das ist immer schwer das Feuer. Okay. Marshmallow hab ich. Immer weiterfahren, nichts passiert. Immer weiterfahren. Das Feuer gelöscht. Ach, da. Wir könnten eventuell bremsen. Na, wir schauen es dann vorbei, schätze ich. Oh, aber er fährt auch vorbei. Außen! Nicht löschen, das ist kein Bug gewesen. Hallo? Mach doch mal das Gedudel aus! Wie ist denn das passiert? Haben Sie schon die Nachrichten gelesen, Herr von Beer? Bitte, würden Sie mal bitte schnell das Fahrzeug abschleppen? Wenn Sie mir schnell sagen, wie das passiert ist? Das war ein Matrix-Fehler. Gut, wenn sich herausstellt, dass das kein... Ja, also, ja. Jetzt habe ich wegen Ihnen die Nachrichten verpasst. Na toll. Ich hoffe, die können Sie ein bisschen sinngemäß wiedergeben. Also, was stand denn da drin? Die Nachrichten sinngemäß wiedergeben, weil sonst haben wir echt ein Problem. Wir wollten, haben extra auf die Nachrichten gewartet, nicht? Oh, shit. Da habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet in diesem... Na super, jetzt muss ich mal die teure Zahlung für 1 Euro aus dem nächsten Kiosk kaufen. Dort ist eine ganze Stange Geld. Alter, haben wir wieder den Salat. Können Sie mich vielleicht mit zum Flughafen mitnehmen? Ja, wir wollen sowieso zum Flughafen. Vielleicht müsst ihr dann nicht sagen, zu welchem Flughafen, war. Oh ja. Sowieso der Sofia, ja, das ist ja auch ein Flughafen. Also, halten Sie sich fest, schneiden Sie sich an, das wird eine lange Fahrt zum Flughafen. Oh ja. Oh, unterwegs gibt es sogar einen kleinen Einsatz, das ist nicht toll. Nico, halt dich mal bereit, kann sein, dass du Mensch, wo fahren Sie denn hin? Zum Flughafen, da wollen wir auch hin. Hätten mich doch schon lange rauslassen können. Wo denn? Ihr wollt doch gar keinen Flughafen. Och, ich bitte Sie, ich bin seit 2 Stunden mit so einer Scheiße hier beschäftigt. Könnten Sie nicht jetzt bitte irgendwie na komm, lass mich dahin bringen? Och nein. Ja, wir sind am Ziel angekommen. Und er rennt, Alter. Ich mach Show. Wir rennt einfach direkt weggerannt, aber ich hab keinen Bock. Der ist ein bisschen pissig. Ja, ich glaube, der holt sich jetzt der Pommes mit der richtig ordentlichen Portion Salz. Oi! Ei, übernehmen Sie mal das Steuer. Ich muss mal kurz meine Hände putzen und Fingernägel schneiden. Tschüss. Voll der Zeitung gemacht. Warte mal, ich glaube, der Einsatz, nee, der ist schon erledigt. Aber dann können Sie trotzdem noch so viel zum Airfield fahren, zum Goldankauf. So, ich bin gleich wieder da. Ich wasche mir kurz die Pfoten.
Nein. Boah. Das war gerade spannend, würde ich meinen. Aber ja, kein Problem, ich bin der Profi. Ich habe ja auch die Fahrausbildung beim zweiten Mal geschafft. Einheit Charlie von Einsatzleitung, kommen. Ja. Komm. Ja, wie Sie es wahrscheinlich schon gesehen haben, haben wir gerade noch einen Einsatz für Sie, nämlich bei der Kautschukplantage, den Herrn Philipp Jefferson. Einmal bitte wiederbeleben. Danke. Komm. So verstanden. Komm. Einsatzleitung, Ende. Mensch, 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 da lässt man einmal jemand anders fahren und schon passiert sowas hier. Oh, wir haben einen Einsatz gerade reinbekommen. Ja, Sheldon, hopp, hopp! Ich habe 5 Kanister dabei, das dürfte reichen. Ich nicht, ich kaufe sie, die sind voll teuer. Stimmt. Wie ist er denn hier? Ja. Was zur Hölle? Wie weit ich geflogen bin! Komm her, Mio. Einheit Alpha von Einsatzleitung kommen. Ich dachte, jetzt kommt Einheit Charlie. Sound Oi, Herr von Baird, sind Sie noch da? Ja, ich war gemutet. Ja, das habe ich festgestellt. Ich fahre dann einfach links gleich. Oi. Warum habe ich die Sirene an? War ich nicht. Oh, oh, oh. Ja, also, ich glaube, das war der Fahrer, war. Dann wechseln wir jetzt die Charlie für Einsatz und kommen. Ich fahre weiter. Charlie hört sie kommen. Ja, hast du wieder deinen Mitfahrer umgebracht, komm? Nein, der hat sich selbst umgebracht, komm. Ich bin gar nicht gefahren, komm. Ja, wie hat denn der das geschafft, komm? Der ist gegen eine Mauer gefahren und sah, der Airbag war defekt. Ich muss dazu sagen, das hier ist nicht mein Auto. Und ja, durch den nächsten TÜV wird der Wagen nicht kommen, komm. Ja, so verstanden. Dann bitte einmal Kollegen wiederbeleben und ein neues Fahrzeug holen, wo der, was funktioniert tut, komm. Wird demnächst erledigt, komm. Ja, so verstanden. Einsatzleitung Ende. Gießt sich erstmal einen Kaffee ein oder so. So, Mann, du, da funktioniert der Airbag einfach nicht, du. Nee. Voll mit dem Kopf gegen's Lenkrad. Oh, du hast dich schon wieder überschlagen. Schildkröte auf dem Dach, wiederhole Schildkröte. Sagen Sie mal, haben Sie was getrunken? Wieso? Oh, nicht mehr als sonst. Nicht mehr. Huch. Da wiehert das Pferd nochmal. Okay, geht weiter. Heute hat ein Pferd aber nochmal wiehert. Gib Gas. So, auf in Richtung Airfield. Ist das überhaupt der richtige Kurs? Zum dritten. Du bist nicht ernsthaft gegen den Baum gefahren, weil du auf die Karte geschaut hast. Bist du auch tot? Nein! Wen reanimiere ich denn jetzt gerade? Weiß ich nicht. Den falschen, glaube ich. Oder hat er auch requested? Ach, keine Ahnung. Einheit Charlie von Einsatzleitung kommen. Charlie hört sie kommen. Ist gerade ihre ganze Einheit wieder verstorben, kommen? Nein, nur die Hälfte, kommen. Das hat die THW-Einsatzleitung somit. Bitte machen Sie sich so schnell wie möglich einsatzbereit, kommen. Wir sind schon einsatzbereit, kommen. Das hat die THW-Einsatzleitung somit. Break. Einheit Echo von Einsatzleitung kommen.
Weil ich es auch nicht mehr den Gefecht am Airfield. Ist noch. Also nicht am Airfield in Frini B. Nee, hier am Airfield Atira ist ein Gefecht. Uns ist der Sprit ausgegangen. Nicht tanken. Aber dort ist ein Problem, würde ich meinen. Ja, ich funk mal die Leitstelle an, dass die uns einen Tankwagen schicken. Einsatzleitung für Charlie kommen. Einsatzleitung, hört sie kommen. Wir haben ein Problem, komm. Tja, erläutern Sie bitte, Mikey von Bert, komm. Wir bräuchten einen Tankwagen, wir haben keinen Sprit mehr, komm. Warum läuft er weg? Haben Sie nicht Ihre Benzinkanister mitgenommen, wie es in der THW-Einsatzausrüstung so vorgeschrieben ist, komm? Wissen Sie, wie teuer die sind, dafür habe ich kein Geld, komm. Ja, ich würde jetzt gleich persönlich bei Ihnen vorbeikommen und Benzinkanister mitnehmen, komm. So verstanden, Charlie, Ende. THW-Einsatzleitung, erstmal soweit, Ende. Hä, ich sag Ende, ich hab ihn angefunkt. Ich beende. Ist er jetzt weggelaufen? Ich weiß nicht, ich sehe ihn nicht. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr. Der ist weggelaufen, der ist ins Feld gelaufen. Ich glaube, er denkt sich so, I don't give a fuck, ich logge jetzt aus. Der ist hier lang gelaufen. Frische Erdbeeren. Sound muted. Frische Gurken. Frische Bananen, frische Orangen, kommen sie und schlagen sie zu. Oi. Ah, guten Tag, Sir. Möchten Sie was kaufen? Palim, Palim. Oh, ich hätte gern 500 Gramm mit. Das habe ich nicht. Ich habe frische Bananen, frische Gurken, frische Tomaten, frische Orangen, frische Bananen, frische Auberginen, frische Ingwernen, frische Bananen, frische Zitronen, frische Orangen, frische Ingwernen, frische Porrinen, frische Lauchzwiebeln, frische Orangen, frische Clementinen, frische Äpfel nennen, frische andere Äpfel nennen. So, was möchten Sie haben? Haben Sie auch Bananen? Bananen sind ausverkauft. Aber ich kann schwören, Sie hätten gerade Bananen gesorgt. Das habe ich auch, aber just in diesem Moment war ein Kunde da, haben Sie den nicht gesehen, der hat die Bananen gekauft. Negativ, hab ich nie gesehen, tut mir leid. Gut, dann habe ich jetzt so nach Orangen, Äpfeln, Clementinen, Ingwernen, Porrinen, Lauchzwiebeln. Was möchten Sie haben? Heute hätte ich gern für mich. Ein Augenblick, ich berate mich gerade noch. Alles klar, beraten Sie sich mal. Heute hätte ich gern 500 Gramm mit. Mit wollen Sie haben, aber selbstverständlich. Mit oder ohne Zwiebeln. Und wenn ich so recht überlege, bei der Wärme ist mit gar nicht so gut, hä? Und wie sieht's denn aus mit Kokosnuss? Haben Sie Kokosnüsse da? Kokosnüsse, na klar hab ich Kokosnüsse. Wie wollen Sie haben? Eine mit viel Milch, mit wenig Milch, mit Mittelmilch, ohne Milch, nur die Schale, Hälfte durchgeschnitten oder die andere Hälfte durchgeschnitten oder nur die Haare davon oder was wollen Sie haben? Wie wollen Sie das haben? Einen Augenblick, ich muss Ihren Kaufmannsladen noch perfekt machen. Thank you.
ist doch perfekt. Ja, dann hätte ich gern einmal, ich glaube, eine Wassermelone. Haben Sie eine Wassermelone da? Wassermelone habe ich da. Möchten Sie eine grüne, eine gelbe, eine rote, eine große, eine kleine, Hälfte durchgeschnitten, Viertel durch, Achtel durch oder ganz kleines Stück oder wie hätten Sie es denn gerne? Vielleicht auch ein Smoothie mit Wassermelone, mit ganzen Früchten wäre mir lieb. Ein Smoothie, was? Ein was? Ein Wassermelon-Smoothie mit ganzen Früchten. Oi, ich glaube, das kriege ich hin. Ah, guten Tag, neuer Kunde. Guten Tag, was möchten Sie haben? Ich habe Orangen, Bananen, Clementinen, Zwiebeln, Zitronen, Ingwernen, Porrinen, Wassermelonen, Kokosnüssen, Äpfelnen, noch mehr Äpfelnen, Auberginen, Birnen. Was möchten Sie kaufen? Ja, ich hätte gerne einen frischen jungen Mann ohne Katheter und vielleicht auch noch mit Kompetenz zum Fahren, aber sonst erstmal von Ihnen leider gar nichts. Ich muss jetzt auch wieder relativ zügig los, Herr von Bert, aber Sie wissen schon, ne? Einsatzleitungen sind viel, habt ein bisschen was zu tun. Ich wünsche Ihnen trotzdem noch viel Spaß und kümmern Sie sich am besten um Ihr Auto. Wir haben ein paar Einsätze, die warten. Und obwohl doch, wenn Sie sich mal so fragen, ich würde wohl gerne so eine, was haben Sie gesagt, Ananas? Nee, Kiwi? Nee. Kokosnuss! Nee, ich nehme eine Kokosnuss, genau, ich nehme eine Kokosnuss. Oh. Ja, Moment. Oh, wenn ich hier so reingucke, Kokosnuss ist leider ausverkauft. Da, doch, jetzt haben Sie mir Hoffnung gemacht. Da war eben gerade, just in dieser Sekunde war gerade ein Kunde da, der die Kokosnüsse gekauft hat. Da waren Sie zu langsam. Oh, ich warte auch noch auf meine Bestellung. Ja, ein Wassermelon-Smoothie mit ganzen Früchten, der ist in Arbeit. Oi. Gut, wie gesagt, Benzinkanister habe ich schon an Herrn Gator gegeben. Ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Erfolg und ich hoffe, Sie können was kaufen, ne? Tschüss. Oi, dankeschön. Ei, Schausen. Herr Gator, haben Sie Benzinkanister gekriegt? Ich hab keine. Natürlich habe ich einen bekommen. Der zuverlässige THW-Mitarbeiter bekommt Kornister. Oh, vielleicht sollten wir in der nächsten Folge kurz Halt machen, die. Was? Wo halten? Huch. Wo halten? An der nächsten Tankstelle. Das geht nicht. Wir haben Einsatz. Oh, wie viel Sprit haben wir denn noch? Wenn ich sage fast voll und davon ziehen sie 90% ab. Dort ist nicht viel. Oh, ein Auto! Abschleppen! Ja, wir haben Einsatz. Ah. Wie viel Benzinkanister hat Ihnen denn hätte hergegeben? Oh, ich glaube zwei, aber ich hatte auch noch ein bisschen was. Warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt? Aber das habe ich Ihnen gesagt. Oder habe ich vergessen? Au. Wollen wir das machen? Ich markiere mir mal die Stelle vom Berg hier. Weißt du, da guckt man einmal auf die Map. Und dann. Aua. Ja. Mein Holzbein. Ziemlich geflogen, würde ich meinen. War wohl nicht gesehen.
mich da über einen Stein rutsche. Nee, ich bin halt über den Berg und dann kamen halt genau da Steine, wo ich aufgekommen bin und wir haben noch einen Überschlag nach vorne gemacht, so wie wir da liegen. Ach. So, Sie kümmern sich ums Auto, ich laufe mal in Sicherheit. Du weißt genau, wie das endet. Die sind im Auto. Ich hoffe, ich stehe weit genug. Leute, das Auto ist gleich weg. Huch. Ach, da oben fliegt. Okay, doch. Nee, das ist nicht das Auto. Okay, schade. Was fliegt da? THW Leitstelle für Alsa kommen. Sehr lustig, wenn die THW in der Zeitung wird sie kommen. Wir betragen mal der Abholung. Werde kurz den toten Mann THW-Hafu betreuen. Kommen. Psst. Ja, das ist Ende.